Eine kleine Zeitreise und ein Blick zurück auf ganz besondere Pferdepersönlichkeiten. Finja Baumann und the crazy son of Lavina wieder vorne. Besondere Pferdepersönlichkeiten brauchen besondere Namen. A crazy son of Lavina. Und die passende Portion Verrücktheit. Eine schönere Geschichte könnte unser Sport nicht schreiben. Lavino ist ganz schön crazy. Er wird auch bei uns im Stall als der Löwe bezeichnet. Das ist so sein Spitzname, weil er einfach unheimlich viel Temperament hat. Und ich glaube, das zeichnet aber auch seine Stärken einfach im Parcours dann aus. Im Umgang tatsächlich ist er sehr ruhig und eigentlich sehr dankbar über jedes Mal, dass er aus der Box kommt und betüdelt wird. Also das liebt er hundertprozentig. Das Verrückte, das kommt dann eigentlich meistens so auf dem Turnier zum Vorschein. Das geht sogar schon los, wenn wir zu Hause sind und er in der Putzbox steht und sieht, dass der LKW bereitsteht und es dann auf dem LKW geht, dann läuft er schon direkten Gang schneller. Aber auch auf dem Turnier, wenn ich auf dem Abreiteplatz bin, nach den Sprüngen aufkomme, dann buckelt er und schnaubt und das ist einfach voll sein Ding. Als Finja 10 Jahre alt ist, wird im Stall ihres Vaters ein Fohlen geboren. Aber der kleine Lavino war am Anfang alles andere als ein Hingucker. Wir haben früher immer, daran erinnere ich mich noch, zu ihm gesagt, dass er das hässliche Entlein bei uns ist. Er war wirklich nicht schön und mein Papa hat immer gesagt, der wird schon noch schön und er hatte ja auch recht, er ist jetzt das schönste Pferd, was es gibt. Ich weiß aber noch so unsere ersten Turniere, dass das alles ziemlich wild war. Er war nicht wirklich gut zu lenken, er war schwierig am Maul. Der Sprung sah auch eigentlich nicht so besonders aus. Aber trotzdem, man hatte irgendwie das Gefühl, er hat Kraft und es gab nie einen Moment, wo er gezögert hat, auf die andere Seite zu wollen. Und das hat einem halt Hoffnung gegeben. Aber dass dieser Weg mal so weit führen wird, das glaube ich, hat von uns früher auch niemand gedacht. Diesen Weg gehen die beiden von Anfang an gemeinsam. 2013 ist Finja erst 17, Lavino ein Youngster mit 7 Jahren. Damals vielleicht noch nicht mit der perfekten Art am Sprung, aber schon in jungen Jahren ausgestattet mit dem, was ihn bis heute auszeichnet. Vorsicht, Vermögen, Vertrauen in seine Reiterin und vor allem sein Kämpferherz. Es gab bei uns früher einen VGH-Cup, hieß das. Die Qualifikationen waren Stiel-L mit Stechen. Da hat man schon gemerkt, dass er unheimlich grundschnell ist und da auch super mitkämpft und halt eben dabei auch sehr, sehr vorsichtig bleibt. Finja zählt mit A Crazy Son of Lavina zu den erfolgreichsten Nachwuchsreiterinnen Deutschlands. Er springt von Jahr zu Jahr in einer beeindruckenden Konstanz von Erfolg zu Erfolg. Nach Goldmedaillen bei Landesmeisterschaften bei Junioren und jungen Reitern, nach der Teilnahme bei deutschen und Europameisterschaften der erste große Sieg. Unser erster 3-Sterne-Sieg bei den Sutheimer Outdoors, wo mein Bruder 2. war und ich damals gewonnen habe, das ist ein ganz einschneidender Punkt, der in Erinnerung bleibt. Aber halt eben auch die S-Siege, die ich mit ihm hatte, mein erster 2-Sterne-S-Sieg mit ihm, mein erster Sieg in einem Weltranglistenspringen. Also es sind einfach super viele Momente, an die man sich mit ihm erinnert und was halt eben auch Gänsehautmomente sind. Lavinos Geschichte beginnt aber eigentlich schon vor seiner Geburt. Dass es am Anfang nicht ganz glatt läuft, gehört zu diesem Märchen eben auch dazu. Seine Mutter haben wir damals 4-jährig gekauft, haben sie dann zuerst besamen lassen, das hat aber nicht geklappt und haben sie dann im Freisprung mit unserem eigenen Hengst, damals einem guten Pferd von meinem Papa, decken lassen. Beide Eltern hatten eigentlich nicht so die letzte Einstellung, aber Minus mal Minus macht Plus. Und dass er jetzt da rausgekommen ist und von mir im Prinzip von L-Springen, von Springpferdeprüfungen über junge Junioren, junge Reiter, deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften dann auch irgendwo den Sprung in den bisschen größeren Sport geschafft hat, die ersten 5-Sterne-Turniere. Das ist einfach, ich glaube, wie stolz mein Papa da auch ist und wie glücklich und dankbar ich für dieses Pferd bin, jetzt auch das Familienmüter mir ermöglicht, den weiterzureiten, das kann man nicht in Worte fassen. 2016 sind die beiden zum ersten Mal bei den großen internationalen Events dabei. Sie fallen auf, als Team. Man sieht den beiden ihren Eifer und die Freude im Parcours an,
auch wenn ein Fehler passiert. Aber es ist das Verständnis und die Geduld der Reiterin und das Wissen um den ganz besonderen Partner unter dem Sattel, das den Funken überspringen lässt. Also Lavino darf niemand anders einflechten. Das ist immer mein Job, einfach dann dabei zu entspannen. Ich höre dann meistens Musik und er entspannt dann auch wirklich total. Am besten ist das, wenn ich ihn auch ein paar Stunden vorher einflechte. Weil wenn er dann eingeflochten ist, meistens legt er sich dann nochmal hin und schläft, weil er einfach merkt, okay, jetzt gleich geht's los. Also man hat das Gefühl, er sammelt nochmal seine Kräfte, um dann halt wirklich topfit für den Moment zu sein, wenn es losgeht. Mit dem Rückenwind aus den erfolgreichen vergangenen Jahren im Gepäck und vor allem mit dem zweiten Platz 2018 starten die beiden 2019 wieder in Nörten-Hardenberg. Und wieder werden sie Zweite im Championat. Längst weiß jeder im Publikum, was für ein besonderes Paar hier im Parcours unterwegs ist. Ich glaube tatsächlich, wenn das Publikum dann auch da ist, so wie in Nörten-Hardenberg oder in Braunschweig, wenn es sich so ein bisschen kesselig anfühlt, davon wird er halt eben super doll angespornt. Und ich glaube, da gibt es auch kaum eine größere Belohnung für ihn als dann eben der Applaus vom Publikum. Und irgendwie spüren alle, dass am Sonntag zum großen Preis etwas Besonderes in der Luft liegt. Es war so, dass Freunde aus der Schulzeit tatsächlich gekommen sind, die eigentlich nicht wirklich was mit Pferden zu tun haben. Die sind gekommen und haben mich überrascht und haben mir die Daumen gedrückt. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und ich war den Tag vorher ja im Championat Zweiter. Natürlich hat man sich dann gedacht, okay, mein Pferd ist top in Form, er ist richtig gut drauf, er hat sich auf dem Abreiteplatz spitze angefühlt. Aber als Tobi Meyer dann im Stechen vor mir war und null war und schnell war, da hatte ich eigentlich schon gedacht, okay, wenn du durchs Ziel reitest und Zweiter bist, dann ist das verdammt cool. Mein Vater hat mich dann aber richtig angespornt. Ich war das Jahr Zweiter im Championat in Nörten gewesen, war Zweiter im Großen Preis in Braunschweig gewesen, war die beiden Jahre davor Zweiter in den Championaten von Braunschweig und Nörten gewesen. Und er hat gesagt, so jetzt wollen wir mal gewinnen und hat mich halt richtig, richtig angespornt und gesagt, okay, ihr beiden, ihr könnt das schaffen. Ich glaube, das hat dann so den letzten Anstoß gegeben, das wirklich zu probieren. Und ich glaube, so wie da, auch gerade auf den letzten Sprung, hat Lavino so mit mir gekämpft, das wäre mit kaum einem anderen Pferd, mit wahrscheinlich keinem anderen Pferd möglich gewesen. Und er hat das alles möglich gemacht und wusste einfach, wenn er jetzt kämpft, dann reicht es. Und ich glaube, er hat auch gemerkt durch die Ziellinie, dass es gereicht hat. Wenn wir zusammen in den Parcours gehen, dann weiß ich, dass ich mich zu 100% auf ihn verlassen kann und er kämpft für mich wie ein Löwe. Das Jahr geht brillant weiter. Paderborn, Qualifikation gewonnen im großen Preis Platz 5. Oldenburg Platz 4. Im März 2020 gleich wieder siegreich in Braunschweig und platziert im großen Preis. Dann der Stopp. Zwangspause durch die Pandemie. Ende des Höhenflugs? Er ist schon sehr, sehr sensibel. Aber ich denke, das ist auch gut. Das ist auch natürlich wieder irgendwo ein Vorteil, den er hat. Wenn er nicht so sensibel wäre und so viele Dinge halt auch eben, was im Parcours angeht, wahrnehmen würde, dann wäre er halt eben auch nicht der, der er ist. Die Deutschen Meisterschaften 2020. Von Juni in den September, von Balve nach Riesenbeck verlegt. Hier würde sich endgültig zeigen, dass Lavino das Niveau und die Routine der Vergangenheit halten kann. Deutsche Meisterin der Springreiterinnen ist ihr erster gemeinsamer großer Titel. Die bisherige Krönung eines Pferdemärchens. Also ehrlich gesagt habe ich dieses Geschenk mir nicht selber gemacht, sondern eben mein Lavino hat das für mich gemacht. Heute muss ich sagen, in dem ersten Umlauf, in dem Zwei-Sterne-Springen noch, war ich wirklich doch aufgeregt. Er hat da richtig für mich gekämpft, ein-, zweimal auch was möglich gemacht, was für ein anderes Pferd und für ein anderes Team vielleicht nicht möglich ist.
ich hatte eben das Glück, dass ich mir auch einen Fehler erlauben konnte. Das heißt, als ich über den vorletzten Ochser rüber war, da dachte ich mir, okay, jetzt bist du eigentlich safe. Und dass er das dann so nach Hause springt, ich bin einfach mehr wie dankbar für dieses Pferd. Schön, dass es solche Pferdemärchen wirklich gibt. Und dieses hier ist noch lange nicht zu Ende.